Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, liebe Julia. Hallo an alle. Ich möchte dich heute weiter ausquetschen über dein Leben in Russland. Die Frage, die auch noch von den Zuschauern herkam, war, wie viele Familien leben in Belarus? Genau, das ist ja eine von vielen möglichen Fragen über diese Siedlung, in der ich gelebt habe. Das heißt, ich würde die als Anlass nehmen, noch ein bisschen mehr über die Siedlung zu erzählen. In Belarus ist die größte Landsitzsiedlung in Russland. Sie ist von der Größe her 600 Hektar groß. Das ist relativ groß, vergleichbar mit einer Kleinstadt. Und davon sind 300 Hektar Wald. Das heißt, man lebt tatsächlich im Wald und dort leben 100 Familien ungefähr. Man kann es nicht ganz genau sagen, da manche Familien zum Beispiel noch bauen oder da manche Familien dort nicht überwintern oder da manche Familien nur am Wochenende da sind. Aber grob gibt es 300 Grundstücke und 100 Familien leben ganzjährig da. Ich kann noch ein bisschen mehr von Belarus erzählen. Es liegt also in Südrussland, in der Nähe von Krasnodar. Krasnodar ist nicht weit entfernt vom Schwarzen Meer und nicht weit entfernt von Sotschi, was jedem ein Begriff sein sollte. Vom Klima her ist es wärmer als in Deutschland. Es gibt dort sogar Probleme mit der Trockenheit. Vielleicht können wir einen Link einfügen. Ich habe auch ein Video über Belarus gemacht und generell gibt es ja auch meinen YouTube-Kanal. Vielleicht ergibt sich was, dass wir in den Kommentaren was verlinken, so dass man sich da selber einfügen kann. Genau. Und hier passt auch die Karte von Russland mit dem Pfeil auf Belarus und vielleicht auch die Karte von Belarus selbst. Also es liegt zwischen drei Orten, zwischen drei kleinen Städten, kann man sagen, im Vorkaukasus. Das heißt, es ist hügelig und es ist auf dem Gebiet einer ehemaligen Kolchose. Eine Kolchose ist eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft gewesen in Zeiten der Sowjetunion. Das heißt, es war ein zusammenhängendes Stück Land, was allerdings ein besonderes Stück Land ist, weil darunter Öl und Gas gefunden wurde, was auch abgebaut wurde. Und damit einher gibt es ein paar Vorschriften, die es nicht so leicht machen, das Land an Häuslebauer zu verkaufen oder es anderweitig zu nutzen. Deswegen war das Land sozusagen frei in gewisser Weise, als es gekauft wurde. Gekauft wurde es von einem Oligarchen vor circa 15 Jahren. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Der begeistert war von der Idee, eine Siedlung zu gründen, eine Ökosiedlung zu gründen. Und der hat dieses Land dann in Kleinstteilen an Familien weiterverkauft, also mindestens einen Hektar hat er weiterverkauft. Julia, weißt du denn, wem dieses Land gehört hat, wie der Oligarch hieß, wer das ist, wer das war? Das weiß ich nicht, denn der Kauf fand, wie gesagt, vor langer Zeit statt, vor 15 Jahren, und dieser Mensch ist auch nicht mehr unter uns. Und das Land gehört jetzt den Familien. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, dieser Oligarch hat es auch so gemacht, dass Familien das finanzieren konnten, das Land. Also wer das Geld nicht sofort zur Verfügung hatte, der hat einen Kredit bekommen und konnte es dann über eine gewisse Zeit abbezahlen. Und jetzt gehört das Land den Familien und die können selbst entscheiden, was sie damit machen. Sie können auch weiterverkaufen, wenn sie merken, dass das Landsitzleben nicht
Also, dass sie da nicht prädestiniert sind. Genau. Und das ist halt auch was sehr Positives, wie ich finde, dass das Land nicht verpachtet wird, sondern verkauft wird. Denn dann ist dieses Gefühl, es ist meins und ich kann wirklich da was aufbauen für die Ewigkeit und für zukünftige Generationen. Also dieses Gefühl kommt eher auf, wenn man es kauft. So, das ist meine Sicht. Sind da denn auch schon Familien, die in zweite Generation dort schon etwas aufgebaut haben? Die meisten Familien haben Kinder. Das heißt, das sind ja dann schon mal zwei Generationen. Und dass die Kinder mitbauen oder aufbauen, ja, das ist, also anders geht es gar nicht. Das heißt, wer dort geboren wird, der ist ja Teil dessen. Und man kann sich da ja nicht rausnehmen. Also deswegen würde ich sagen, ja. Ja, da kommen wir dann auch schon wieder zu einer Zuschauerfrage. Nämlich, ja, wie hast du dort gelebt? Wie gestaltet sich das Leben dort auf dem Land? Also in meinem persönlichen Fall haben wir 5,5 Hektar Land. Also wir haben ein sehr großes Stück Land. Wir haben ein kleines Haus, was ich als Bungalow bezeichnen würde. Und wir haben ein Haus im Bau, was eine Blockholzhütte ist. Also aus Baumstämmen gebaut wurde. Und ich habe, als ich in Petrusel gelebt habe, in einem Bungalow gelebt, auf unserem Landsitz. Rundherum war super viel Garten. Wir haben Wein angebaut. Wir haben einen riesen Obstgarten, einen riesen Küchengarten und viele Gewächshäuser. Wir sind jetzt hier in der größten Anastasia-Siedlung, Vedrosia genannt, bei der lieben Julia. Hier ist das Übergangshaus. Und hier drüben sieht man es jetzt, bauen sie gerade eine größere Blockhütte. Sie hat hier mehrere Angestellte, die ihr helfen, jeden Tag. Da hinten, Denise! So, dann gucken wir uns mal die Ackerflächen an. Sie hat über 1 Hektar Ackerflächen. Hier ist die Nanny. Dem kleinen Dabrinia in unserem Van gucken sich gerade an. Hier ist der Hütehund, der ist sehr gut abgerichtet. Wirklich sehr gut. Ist okay, Haraschop. Und hier sehen wir jetzt die großen Anbauflächen. Haben wir hier wunderschöne Weintrauben. Das hier ist Tabak. Weiter geht's mit Weintrauben. Hier auf der Seite auch. Und hier unten sieht man, es geht es ganz, ganz, ganz weit nach unten. Verschiedene Kohlarten. Zucchini. Dann kommen hier ganz viele Brombeeren. Alles voll mit Brombeeren. Unter diesen Folien hier, das sind Bäume, die Julia und ihr Mann, die haben so ähnlich wie in den Anastasia-Büchern beschrieben, geheiratet und dann bringen alle aus den Siedlungen
Samen oder schon kleine Sträucher mit als Geschenke und die werden dann eingepflanzt. Und diese abgedeckten ganzen Bäume hier sind dann praktisch von dieser Hochzeit. Das ist ein richtiges Ritual. Und hier in den Gewächshäusern sind Erdbeeren. Da wachsen auch noch einiges, auch eine späte Sorte dabei. Freiland-Erdbeeren. Auf der anderen Seite ist Mais, der ist jetzt schon durch, da haben wir jetzt die letzten gegessen. Hier unten wieder viele Obstbäumchen. Hier nochmal Erdbeeren. Erdbeeren. Hier sind übrigens die Melonen und die sind richtig, richtig lecker. Die sind auf jeden Fall der Hammer. Das sind jetzt hier die Honigmelonen. Sieht man's? Ja. Und da unten in den Überdachungen ist noch alles voll mit ganz vielen Tomaten. Und oben auf der anderen Seite sind auch noch Gewächshäuser mit Gurken. Und ihr Land geht jetzt noch bis hier hinten, wo dann der Wald anfängt. Hier sieht man es nochmal von unten. Und hier ein bisschen rechts weg hat sie dann noch Tiere, ganz viele Enten, Kühe. Die melkt sie auch täglich selber, der Denise melkt die zweimal am Tag. Um 7 und Abend um 7. Und die machen hier selber ihren eigenen Käse und ihren eigenen Wein. Und das ist sozusagen ihre Spezialität. Das verkaufen sie dann und müssen das, was sie hier verkaufen, auch tatsächlich nicht versteuern. Und hier diese Siedlung ist die größte Ökolandsiedlung, so nennt sich das, Anastasia-Siedlung. Mit, sie hat gesagt, über 600 Hektar und über 100 Familien, die hier leben. Wie ich gelebt habe, ich habe viel mit dem Auto erledigt, weil es eigentlich nicht möglich war, vor allem als ich dann Kinder hatte, Erledigungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen, was auch daran liegt, dass dort die Wege nicht asphaltiert sind und wirklich sehr, also für uns, also in einem sehr ursprünglichen, in einer sehr ursprünglichen Form vorliegen, ja, die Wege. Das heißt, die waren manchmal in einem Zustand, dass man sie auch nicht befahren konnte. Zu bestimmten Jahreszeiten. Wie habe ich da gelebt? Also, ich habe dort viel Zeit auf dem Land verbracht. Viel Zeit einerseits im Haus verbracht, da ich zwei kleine Kinder hatte, andererseits auch Zeit natürlich viel draußen verbracht, da wir Tiere haben und da wir die Arbeit organisieren, da dort wirklich viel passiert auf dem Landsitz im Sinne von, da wird viel gebaut und da wird viel angebaut, viel verarbeitet. Und wir hatten auch Helfer und das muss alles organisiert werden. Die Siedlung an sich ist dann noch im Aufbau, also nicht nur unser eigener Landsitz ist im Aufbau, plus es gibt die Prozesse, die mit dem Business zu tun haben, sondern auch die Siedlung. Das heißt, es werden immer noch Wege gebaut. Es wird, werden Stromleitungen gebaut und vieles andere mehr. Ganze Landsitze werden gebaut. Also es ist, ich bin da in einer Phase hingekommen, die so die absolute Startup- oder Pionierphase ist dieser Siedlung. Auch wenn die Siedlung schon seit mehr als 10 Jahren besteht, ist es immer noch der Anfang. Mhm. Ja, sonst zum Leben dort. Also erstmal, das klingt ja echt nach viel Arbeit, ja. Ja, ja, ihr sagt, ihr hattet auch Tiere. Das ist ja unheimlich umfangreich. Und ja, wenn ich mir überlege, dass man das nur als Pärchen alles wuppen muss, dann ist es ziemlich schwierig, denke ich. Sehr gut, wenn ihr den einen oder anderen Helfer dazu hattet. Ja, es kommt auch auf die eigenen Lebensziele drauf an. Ja, also ich denke,
wenn man dafür prädestiniert ist und das liebt, kann man das auch zu zweit schaffen, je nachdem, wie man sich halt sein Leben so vorstellt. Wenn man jetzt zufrieden ist mit einem Bungalow oder einer Hütte und ein paar Hühnern, einem Hund und einem kleinen Garten, dann schafft man das natürlich zu zweit. Bei uns hatte das einen relativ großen Maßstab, weil wir ja damit auch unser Geld verdienen wollten und das auch gemacht haben. Ja, es hat sich für uns gut angefühlt. Wir sind dann noch weitergegangen und haben es auch für Tourismus geöffnet, diesen Landsitz, und hatten auch den Traum, da noch ein Hotel zu bauen, dass Leute auch übernachten können und die Siedlung auch über eine längere Zeit, einen längeren Zeitraum kennenlernen können, beziehungsweise wollten dort auch Seminare geben. Ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass das noch passiert. Genau, in solchen Maßstäben haben wir gedacht. Das hat sich für uns gut angefühlt. Was kostet so ein Landsitz an laufenden Kosten, ohne dass der Bau bewerkstelligt werden muss oder neue Baustoffe herangeschafft werden müssen? Was kostet so etwas im Unterhalt? Das kann ich nicht sagen. Ich kann jetzt mal so ein bisschen noch darauf eingehen, was es für Besonderheiten gibt in Bezug auf die Infrastruktur und die Versorgung. Und dann können wir vielleicht zu einer Schätzung kommen. Ja, aber gerne. Im Kopf habe ich jetzt auf jeden Fall keine Zahlen. Also, wir hatten Internet, mobiles Internet, das haben wir, beziehungsweise wir hatten auch einen Router und dann Wi-Fi. Das ist eins der laufenden Kosten. Wir hatten Benzinkosten, die relativ hoch waren, da wir auch geländegängige Fahrzeuge brauchten und entsprechend eine ganz schöne Strecke hatten bis zum nächsten Ort, also einen Kilometer, und da auch teilweise nicht unterwegs waren. Das heißt, das muss man mit einberechnen, die Benzinkosten. Dann Kosten für die Wärmeversorgung waren relativ gering, da wir unser Holz selbst uns selbst mit Holz versorgt haben. Dann hatten wir Kosten für Gas. Mit Gas haben wir gekocht. Wasser haben wir im Sommer gekauft. Da kamen LKWs zu uns, beziehungsweise spezielle Wasser, ich weiß nicht, wie die heißen, Wassertanker. Was so trocken war, dass ihr da keins hattet? Ja, das heißt, auch die Regenwasservorräte und auch die Vorräte in unseren Teichen haben nicht gereicht, um unsere Gärten und unser Angebautes zu gießen, beziehungsweise auch Wasser für die Tiere und auch Trinkwasser haben wir gekauft. Genau, das muss man mit einberechnen. Darf ich da mal eine Frage einwerfen? Wie sieht es denn dort aus mit natürlichen Wasserquellen? Es gibt ein paar natürliche Wasserquellen. Es gibt auch in Vetrussia Quellen, wo Menschen sich Trinkwasser holen. Kann man machen. Waren leider ein bisschen weit weg von uns. Wir haben selber dreimal, glaube ich, gebohrt, um Trinkwasser zu finden. Und wir haben keins gefunden, weil wir, wie gesagt, in einem Gebiet leben, wo Öl und Gas abgebaut wurde. Das heißt, da ist das Grundwasser dann auch nicht überall verfügbar. Also noch mal weniger verfügbar. Dann noch zum Thema Nahrungsmittelversorgung. Also wir waren keine Selbstversorger und wir waren auch nicht annähernd Selbstversorger. Das heißt, ich bin zwar mit dem Wunsch nach Russland gegangen, eine Selbstversorgung aufzubauen, ich habe aber keine Familie kennengelernt in der Zeit, die Selbstversorger waren. Das heißt, wir hatten halt gewisse Dinge selbst, Gemüse, Obst, aber auch nicht zu jeder Jahreszeit, weil ja alles auch im Aufbau war. Und das meiste haben wir doch gekauft tatsächlich. Genau, und hatten dann entsprechende Kosten, die man als normale Familie hat. Also im Gegensatz zu einer normalen Familie hatten wir wahrscheinlich überdurchschnittliche Benzinkosten, hatten unterdurchschnittliche Kosten für die Wärmeversorgung, bezüglich Gas vielleicht vergleichbar mit einer russischen Familie, kann ich nicht genau sagen, Internet vergleichbar,
Wasser, überdurchschnittlich hoher Verbrauch, wurde natürlich auch für Business genutzt. Ja. Das heißt, wenn man es jetzt nur für die Privatnutzung betrachtet, weiß ich nicht genau, ob die Kosten dann sehr die normalen Kosten übersteigen würden. Insgesamt ist Leben auf unserem Landsitz, wo wir gelebt haben, schon teurer, als wenn eine Familie in einer Wohnung in der Stadt lebt. Einfach da wir so weit draußen waren und viele Wege hatten. Ne? Also wir waren nicht so unabhängig, dass wir jetzt nur in unserem Wald gelebt haben. Also es ist auch in Russland, wie es so in einer berühmten Buchserie beschrieben wird, nicht so einfach, sich komplett autark dort zu ernähren und das mit den Gegebenheiten dort in Einklang zu bringen. Genau, beziehungsweise kommt es auch auf darauf an, wie ich mir mein Leben vorstelle. Also unser Leben entsprach doch was, wenn man betrachtet, was wir so gegessen haben und wie wir unsere Freizeit verbracht haben, eher dem Leben eines Menschen, der aus der Stadt kommt, beziehungsweise der vor kurzem noch in der Stadt gelebt hat. Also wir haben schon relativ normal gegessen und deswegen hatten wir auch normale Kosten, was das Essen betrifft. Wenn man sich da entsprechend umdenkt und wirklich von dem sich ernährt, was da ist im Garten, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte. Genau, das muss man einfach mit dazu sagen. Es kommt immer darauf an, es ist alles individuell. Es kommt immer darauf an, was man für Vorstellungen hat. Ja gut, das Problem mit dem Wasser ist natürlich immens. Ohne Wasser kannst du das ganze Gemüse eben halt nicht ziehen, was du brauchst. Oder wenn du noch Tiere hast, da geht dir das meiste bei verloren. Oder also, was heißt verloren? Da ist der Einsatzort am größten. Und zwar Thema Wasser in Belarus. Ich hatte ja erzählt, dass wir Wasser gekauft haben, vor allem in den Sommermonaten. Da kam dann wirklich wöchentlich, kam da ein LKW mit Wasser, mit 5000 Liter Wasser, was wir größtenteils zum Gießen genommen haben und auch um die Tiere zu versorgen und zum Baden für den Pool. Genau. Und jetzt kommt aber die vielleicht gute Nachricht oder wie auch immer. Also es gab auch in Belarus natürliche Gewässer. Es gab auch auf unserem Grundstück Teiche, die wir selbst also einen Teich haben wir selber angelegt, der andere ist ein natürlicher Teich. Und in den Wintermonaten oder beziehungsweise von Herbst bis Frühjahr sind die auch gefüllt, die Teiche. Plus viele Leute in Belarus haben auch Grundwasser anzapfen können, haben auch Brunnen. Nur bei uns haben wir kein Grundwasser anzapfen können. Das heißt, das Wasserproblem besteht nicht auf jedem Landsitz. Und sowieso besteht das wahrscheinlich generell eher im Süden von Russland als in anderen Teilen. Also wir können auch mal in einem der weiteren Interviews darüber sprechen, was so meine Erfahrungen sind, warum ich vielleicht sogar das nächste Mal in einer anderen Region von Russland, also eine andere Region favorisieren würde bei der Auswahl, wenn es darum geht, sich einen Platz zum Leben zu suchen, weil das Thema Wasser natürlich sehr wichtig ist. Genau, aber natürlich nicht das einzig wichtige Thema ist. Also da kommen ja sehr viele Faktoren zusammen. Das ist ein extra Thema. Gerne, gerne, gerne. Das ist ja auch sehr wichtig. Und insgesamt klingt das ganze Jahr, was du jetzt berichtet hast, auch recht ernüchternd für die Mitglieder der Landsitzliebe, die alle davon träumen, sich autark versorgen zu können. Hast du da vielleicht noch einen etwas positiveren Ausblick für uns? Ich kann ja mal aufzählen, was mir im Gedächtnis ist, was in Belarus ja alles selbst hergestellt wurde. Denn das ist eine ganze Menge, wenn man es jetzt aus Siedlungsperspektive betrachtet. Und dann relativiert sich das vielleicht wieder, diese Ernüchterung. Also wir hatten in Belarus ja mehrere Imker. Wir haben in Belarus ja Menschen, die Getreide angebaut haben. Und wir gehören auch dazu. Das heißt, wir sind sogar imstande, selber Mehl zu machen und Brot zu backen.
Wir haben in Vetrussia jemanden, der Rohkostöle presst, sogar zwei Familien. Und jemanden, der Getreide presst, beziehungsweise schrotet, also in der Mühle verarbeitet. Wir haben auch Schneiderinnen in Vetrussia. Natürlich hat jeder seinen Garten, das versteht sich von selbst. Wir haben zwei Pferdefarmen, natürlich von Käse, Selbstversorgung mit Käse, hat auch nicht jeder. Ja gut, man kann nicht immer nur Käse und Brot essen, das ist schon so. Das mit der Imkerei klingt sehr interessant, da würde ich auch gerne nochmal mit dir darüber sprechen und natürlich auch das mit den eigenen Getreidemühlen, sehr interessant. Ja. Und bezüglich Imkereien gibt es auch Experimente mit dem, was in dieser Buchreihe beschrieben wird, mit diesem Verfahren. Also mit dem schönen Siebenstern, ja? Genau. Ja. Ich kann so viel erzählen. Also, schlussendlich Selbstversorgung, ja, zu einem gewissen Grad. Und wenn man es aus Siedlungsperspektive betrachtet, dann ist da schon einiges vorhanden, ja? Wenn man betrachtet, dass jeder ja aus seinem ursprünglichen Leben kam. Viele Menschen wirklich tatsächlich, also ich kenne persönlich viele Menschen, die aus dem vom anderen Ende Russlands nach Vetrussia gezogen sind, die alles hinter sich gelassen haben, auch vom Norden, auch aus großen Städten, auch aus der Hauptstadt dorthin gezogen sind nach Vetrussia und von null sich was Neues aufbauen. Und wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, dann wurde da richtig viel erreicht. Man muss natürlich auch beachten, dass es in Russland kein solches soziales Netz gibt wie in Deutschland. Das heißt, jeder, der neu startet, muss eigentlich ja für seinen Lebensunterhalt einerseits sorgen und neu starten. Also zum Zweiten. Und deswegen ist der Prozess an sich in Russland sehr viel oder oft langsamer, obwohl die sehr proaktiv sind. Also ich habe die Russen so kennengelernt, die machen einfach, ohne groß drüber nachzudenken. Und bei uns ist es genau andersrum. Wir denken zu viel und machen wenig. Plus in Russland gibt es, also können sich die Menschen kaum erlauben, einen Kredit aufzunehmen. Das heißt, das macht den Prozess auch noch mal langsamer. Den Prozess, etwas Neues aufzubauen. Genau, das muss man einfach wissen. Gut, aber ich finde, das Selbstversorgungskonzept, das steht und da wird weiter dran gearbeitet und ausgebaut, ja? Ja, natürlich. Also das wird nie rückwärts gehen, dieses Selbstversorgungskonzept. Und trotzdem ist es super individuell und ich kann da auch keine Prognosen geben. Das kann niemand. Also das ist ja alles familienunabhängig oder nee, familienabhängig. Jede Familie macht es, wie es möglich ist und wie es für sie passt. Und manche haben auch gar nicht das Ziel, Selbstversorger zu werden tatsächlich. Also manche wollen auch einfach ein schönes Leben in der Natur haben. Genau. Ja. Ja, was ja auch wünschenswert wäre für jeden von uns. Genau. Ja, liebe Julia, ich würde dich gerne nochmal einladen zu einem weiteren Interview. Mir gefällt das sehr gut mit deinen Ausführungen und ich bin sehr neugierig. Und ich hoffe auch, unseren Zuschauern gefällt es. Wenn ja, dann kommentiert auch gerne und wenn ihr weitere Fragen habt, bitte stellt die auch in den Kommentaren, weil Julia kommt doch ganz bestimmt nochmal wieder zu mir, oder? Natürlich, ich freue mich drauf. Wir haben noch so eine Liste an Interviewthemen. Ich bin dabei. Super. Ja, freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche euch allen bis dahin eine wunderbare Zeit. Ja, ich freue mich auch. Tschüss.